Warum sind wir Red? Oh mein Gott. Hä? Ich verstehe gar nichts mehr. Also ich bin sowieso immer verwirrt bei diesen Folgen. Haben wir jetzt irgendwelche Superkräfte oder so? Darf ich dich jetzt eigentlich Red Nummer 2 nennen? Weil ich glaube, ich bin ja wohl die Nummer 1 hier, oder? Nein, ich bin Red Nummer 1. Ey, Red Nummer 2. Ich glaube, Green möchte eine Gehaltserhöhung. Ja. Mach das mit meinen Assistenten aus. Du bist mein Assistent. Das wünschst du dir vielleicht. Warte mal, was sagen die Lukis? Papa? 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 Sind wir jetzt... Warte, Papa? Weil wir Red sind, denken die, wir sind Papa oder was? Also es kann doch nicht sein, dass Red die der Vater ist von den Lukis. Papa? Die schreien Papa? Wirklich Papa? Alle einfach Papa. Ich Papa? Papa? I'm confused. I'm very confused. Läuft! Leute, herzlich willkommen zurück zur Rainbow Friends Story. Es geht weiter. Beim letzten Mal war... Was? Es hieß doch, Red ist verschwunden. Warum sind wir jetzt Red? Und heute ist Lena dabei, weil Danja ist ja auch im Urlaub. Hä? Warum sind wir Red? Also what? Ich bin gar nicht mal so schlecht, aber warum, was ist mit meinem Kopf los? Ja, okay, kannst du bitte abstimmen, weil ich bin jetzt mal gespannt, wie die Rainbow Friends reagieren, weil eigentlich hieß es ja beim letzten Mal, dass Red weg ist und jetzt sind wir auf einmal Red? Oh mein Gott. Hä? Ich verstehe gar nichts mehr. Also ich bin sowieso immer verwirrt bei diesen Folgen. Aber ich bin mal echt gespannt, was die Rainbow Friends jetzt zu uns sagen. Haben wir jetzt irgendwelche Superkräfte oder so? Was denkst du, was er für Kräfte hätte? Weiß ich nicht. Also vielleicht kann er also Leute so in Rainbow Friends verwandeln. Ja, Lu, Hallöchen. Warum läufst du hier rum? Der erkennt aber nicht, dass, also... Red, ich wusste gar nicht, dass du jetzt auch einen Zwilling hast. Ja, wir sind... Ich habe Zwillinge. Red, es tut mir leid, ich muss dich fangen. Hä? Das hast du selber gesagt. Wie, du musst mich fangen? Hä, wie, was? Ich habe gar nichts gesagt, Blue. Okay. Also ich glaube, Blue ist ein bisschen verwirrt. Denkt er jetzt ernsthaft? Ja, ich glaube, der denkt wirklich, wir sind Red. Kann sein, dass wirklich die Rainbow Friends... Hallo, Green! Oh, hey, Bob, ich mach gerade keine Pause. Ich hab nicht gemobbt. Warte. Warte, Green, ja, ist okay. Also wenn du, ich glaub dir, dass du keine Pause machst. Hey, Bob, wenn ich dich mal hier sehe, wann können wir denn über meine Gehaltserhöhung sprechen? Gehaltserhöhung? Ja, können wir gerne drüber sprechen, Red. Ich mein Green. Ist mich selber schon verwirrt. Also ich gehe ganz stark davon aus, oder wir haben es ja, ist es jetzt bewiesen, dass die Rainbow Friends denken, dass wir Red sind. Ich bin doch kein übler Wissenschaftler. Ja gut, ich sehe so aus, aber ich... Ja, schon so ein bisschen. Okay, was sagt denn Lila? Glaubt uns das Lila auch? Hallo Lila, Purple, wo bist du? Boss, bist du das? Oh. Warst du nicht weg? Ich dachte, ich wäre jetzt frei. Nö, ich bin nicht weg. Ich bin hier. Das heißt, du bleibst auch hier. Ja, ich glaube, also Purple gefällt das gar nicht, weil ich glaube auch, sie dachten, dass Red weg wäre. Ich glaube, Blue ist wieder ganz erfreut, dass Red da ist, aber dass wir das sind, also ist schon ein bisschen verwirrend. Also, ich bin ganz verwirrt. Warum bin ich Red? Warum denkt Blut, ich bin Red? Weil, wie, wo, was? Ja, lass uns das doch, hallo, Lena, lass uns das doch dann einfach ausnutzen. Aber ich manipuliere doch jetzt nicht Blut deswegen. Doch, also so fies wie der in der letzten Zeit war zu uns, kannst du das durchaus mal sein. Hallo, Blue. Red, es tut mir leid, ich muss dich fangen. Das ich laufe jetzt auch hier rum. Und du musst mich fangen. Ich prüfe euch heute, ob ihr einen guten Job macht oder nicht. So ist das. Denn ich bin der Chef, ich bin der Boss. So, wo ist denn die letzte Glühbirne? Hast du dich schon gesehen? Ich bin noch auf der Suche. Ich habe auch bis jetzt nur Blue gesehen. Ich weiß gar nicht, wie Green reagiert. Hast du den schon getroffen? Ja, also Green will eine Gehaltserhöhung und ja, ich glaube der Green, dass du keine Pause machst. Ist okay. Ich glaube, Gehaltserhöhung, die hätte ich auch sehr gerne. Können wir mal darüber sprechen, Mr. Red? Ja, natürlich. Liebstes Thema, hä? Bestes Thema ever. Ja, das war klar. Wo ist denn jetzt... Du solltest vielleicht mal die letzte Glühbirne finden. Das wäre ein bisschen besser. Ja, du doch ebenso. Ah, da ist Green. Hallo, Blue. Hey, Boss, wenn ich dich so mal hier sehe, dann können wir auch über meine Gehaltserhöhung sprechen. Schönes Thema, aber... Vorsichtig, Blue kommt. Frag mal den anderen, Mr. Red. Ah, da ist die letzte Glühbirne. Darf ich dich jetzt eigentlich Red Nummer 2 nennen? Weil ich glaube, ich bin ja wohl die Nummer 1 hier, oder? Nein, ich bin Red Nummer 1. Red? Ich wusste gar nicht, dass du jetzt auch einen Zwilling hast. Ja. Schönen Job machst du, schönen Job. Schöne Sache, Green, schöne Sache. Ach, Blue. Also, was macht der eigentliche Red denn mit denen? Das frage ich mich auch. Ich habe die letzte. Du hast die letzte Glühbirne. Sehr gut. Schön gemacht, Red Nummer 2. Schön gemacht. Mal gucken, was Yellow zu uns zu sagen hat. Also die anderen beiden oder die anderen drei glauben uns ja, dass wir Red sind. Aber das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass Red auch verschwunden ist. Also ich glaube, wenn uns jemand was Neues erzählen kann, dann ist es Orange Boss, oder Sion. Du hast doch gesagt, dass du Flugangst hast. Ja, also, Yellow. Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, ich habe sogar wirklich Flugangst. Was? Hat Red Flugangst? Ich habe Yellow gerade getroffen. Also er denkt...
Wir haben Flugangst. Ja, Red hat Flugangst anscheinend. Okay, dann haben wir was Neues über Red erfahren. Er hat Flugangst. Vielleicht ist das auch der Grund, warum er Yellow jetzt dazugeholt hat. Sodass wir auch Angst bekommen. Okay, du bist auch hier bei Purple. Ja. Wie viel Gaskanister hast du denn? Ich habe 5. Oh, sehr gut. Hallo, Green. Und Purple kommt wahrscheinlich nie aus diesem Labyrinth hier raus. Ach, wir sind wieder da. Okay, ich habe jetzt 6 Gaskanister. Ja, hallo, Yellow. Boss, du hast doch gesagt, dass du Flugangst hast. Also, das verstehe ich jetzt nicht. Ja, ich habe auch Flugangst. Also, verschwinde bitte. So, ich habe jetzt 6 Gaskanister. Okay, da sind 7 schon mal. Also, diese Kleidung, da. Also, ich muss ja sagen, also, ich fühle mich irgendwie sehr gehoben. Yellow, verschwinde, ich habe Flugangst. Oh, hallo Green. Ja, Oh, ja, okay. Ja, hey, also Boss, ich bin dein Boss. Warum gehen wir denn über meine Gehaltserhöhung? Ja, frag mal den Assistenten hier. Ja. Ey, Red Nummer 2, ich glaube, Green möchte eine Gehaltserhöhung. Ja. Mach das mit meinen Assistenten aus. Ich glaube auch. Okay, ich hab's geschafft und die Flugangst, die kickt so ein bisschen bei Red. Wie viel hast du denn? Wie viel Gaskanister? 6. Ja, dann fehlt uns noch einer, weil ich habe gerade auch einen. Ich glaube, der könnte hinter Lasertag wieder sein. Habe ich schon, ich war schon bei Lasertag da. Ah, okay, okay. Also am Eingang meinst du direkt, ne? Genau. Oh, hallo Yellow. Ja. Ja. Boss, du hast doch gesagt, dass du Flugangst hast. Also, das verstehe ich jetzt nicht. Guck mal, hier vorne, ist doch hier vorne war ich schon, ja. Hallo Blue. Und ich glaube, Yellow verstärkt diese Angst auch noch zunehmend. Ich laufe jetzt auch in diesem Park. Oh, nee. Green, ich weiß, du machst keine Pause, es ist alles in Ordnung und ich habe auch den letzten Gaskanister. Ah, warum? Weil ich der gute Red bin. Du bist mein Assistent. Das wünschst du dir vielleicht. So, bringen wir zurück. Oh, und ich weiß nicht, ob du hast es ja mitbekommen, die Lukis können ja jetzt auch sprechen, zumindest ein Wort. Ja. Und sie haben ja angekündigt, dass Pink kommt, aber bisher ist noch nichts passiert. Also warten wir einfach mal ab. Blue kommt. Ach ja, toll. Toll. Ja, Blue. Oh, ich wüsste auch immer sehr gerne, warum ich als Red hier rumlaufe. Weiß ich nicht. Vielleicht laufe ich demnächst auch als Pink hier rum. I don't know. Ich weiß nicht, was dieses Spiel hier mit mir gemacht hat. Ich weiß es auch nicht. Wir sind auf jeden Fall Red heute. Oder arbeiten. Oh, yeah. Du hast doch gesagt, dass du sehr, Flugangst sehr hast. Ja, also, ich habe Flugangst. Also bitte. Okay, du hast es geschafft? Ja. Okay, Leute. Machen wir weiter. So, warte mal, was sagen die Lukis? Papa? 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 Sind wir jetzt... Warte, weil wir Red sind, denken die, wir sind Papa oder was? Papa? Ich glaube, den Part darfst du übernehmen. Papa? Hä? Warte, sind die Lukis wirklich... Das kann doch gar nicht sein. Also ich glaube schon, dass eine gewisse Verwandtschaft da ist, weil Red und die Lukis, die sehen ja fast gleich aus. Papa? Ja, also eine gewisse Ähnlichkeit besteht, mein Kleiner, aber... Papa? Ich bin verwirrt. Ich bin sehr, sehr verwirrt. Papa? Also, das kann doch nicht sein, dass Red die der Vater einfach ist von den Lukis. Die schreien wirklich alle einfach Papa. Ich glaub nicht mehr. Ich meine, sie sind ja ganz süß, aber Papa? Ich bin, I'm confused. I'm very confused. Also ich bin gespannt, was uns Sion und Orange zu erzählen haben. Ach ja, oh, Green. Hey Boss, alles gut. Ich mach gar keine Pause, du fleißig, also ich arbeite. Am Arbeiten bist. Wirklich. Keine Sorge. Okay, ich habe einen Lucky gefunden. Ich bin dein Boss. Warum verfolgst du mich? Ja, du musst mich verfolgen, aber trotzdem. Ich sag dir als Boss, tu es nicht. Lass es sein. Und du machst es trotzdem. Okay, noch ein Lucky. Hey Boss, wenn ich dich schon mal hier sehe, wann können wir denn über meine Gehaltserhöhung sprechen? Also statt der Gehaltserhöhung solltest du vielleicht mal Pause machen, Green. Aber du bist sowieso am Chillen. Hast du immer noch nicht den Lucky gefunden? Nee. Hast du schon bei Purple geguckt? Aber ich weiß, wo er ist. Da ist er. Hallo, Yellow. Vorsicht, Yellow kommt. Ja, aber wo? Ich höre nur. Ja, alles gut. So, ich bin jetzt gespannt, was Sue uns zu erzählen hat und auch Orange bei der Achterbahnfahrt. Ob es da eine Erklärung zu gibt? Tja. Also bisher war ja Sue immer sozusagen die Kluge. Also bisher glauben wirklich alle, wir sind der echte Red. Das ist erschreckend. Komisch, ne? Es ist erschreckend. Hast du Sue schon gesehen? Ich habe noch niemanden gesehen in dieser Runde. Oh, hallo Green. Mr. Hey Boss, wenn ich dich so mal hier sehe, wann können wir denn über meine Gehaltserhöhung Green ist leider im Schloss drin. Vorsicht. Ja.
Ey, warum möchte man denn seinen Boss denn einfangen? Ich auch nicht. Das ja nicht, gut, es ist halt ihr Job, ne? Also dementsprechend. Ah, guck mal, da ist Sü. So, warte mal. Da, mit der will ich jetzt mal sprechen. Hallo, Sü. Ich weiß, dass du nicht der echte Red bist. Der echte Red würde niemals im Park rumlaufen, wenn Gäste da sind. Also, Sü weiß, dass wir nicht Red sind. Vielleicht seid ihr auch verflucht und werdet jetzt auch zu den Rainbow Friends. Wir sind verflucht? Wie bitte? Oh, okay, das könnte wirklich die Vorstufe sein dazu, dass wir die Rainbow Friends werden. Weil Sü sagt, dass wir verflucht sind und Red würde niemals in diesem Park hier rumlaufen. Okay. Boss, du hast doch gesagt, dass du also Flugangst hast. Also Sü versteht jetzt nicht. Zumindest, dass wir nicht Red sind. Schlaues Mädchen. Das schon so ein bisschen. Vielleicht sind wir nicht gruselig genug, ich weiß es nicht. Ja, aber sie ist ja die Einzige, die wirklich gemerkt hat, dass wir nicht Red sind. Komisch. Komische Sache. Aber die anderen verstehen es nicht. Jetzt habe ich so ein bisschen... Wow, Green! Green, Green. Ich so ein bisschen Angst, dass Sü hinter all dem steckt hier. Und nicht Blue und Red. Wie viele Sugar Packs hast du denn? Vier. Also fehlt noch eins. Fehlt nur noch eins. War es schon bei Purple? Ich weiß, wo das letzte ist. Aber da steht Mr. Blue. Okay. Jetzt nicht mehr. Genau. Ah, okay, ich hab's. Ja, ja. Okay, dann let's go. Dann bin ich jetzt gespannt, was Orange uns noch zu erzählen hat. Meinst du, der löst das Ganze mal ein bisschen auf, warum wir verflucht wurden? Ich weiß es nicht. Der hatte uns ja beim letzten Mal gewarnt, dass Red uns alle anlügt. Vorsicht, hier ist Green direkt oben. Ja, ja. Okay, was hat uns Orange zu erzählen? Wollen wir mal schauen. Der Flo, der spricht immer noch nicht mit uns. Meinst du, der... Das ist auch ein bisschen der sass. Lockt uns ja jedes Mal hier in die Achterbahn rein, ne? Und der fährt aber auch nicht mit. Alles schon ein bisschen sass. Hier. Schon ein bisschen sass. Aber gut, wir sind heute Red. Aber guck, er weiß, dass wir eigentlich nicht Red sind, weil sonst würde der ja gar nicht mit uns zusammenarbeiten. Warten wir mal ab, was Orange zu erzählen hat. Weißt du, welcher Gedanke mir gerade kommt? Welcher? Wenn wir Red sind, was ist... wenn alles andere auch eine Art Illusion ist. Dass Red, weiß nicht, vielleicht sogar Orange jetzt ist. Weißt du, was ich meine? Kann alles sein. Kann alles sein. Also ich, ab diesem Zeitpunkt kann wirklich alles sein bei den Rainbow Friends. Also können wir Orange jetzt überhaupt vertrauen? Weiß ich nicht. Woran soll ich erkennen, ob es Orange ist? Weiß ich nicht. Ich weiß es doch auch nicht. Wer weiß, ob das Sü wirklich war oder Blue oder Green. Ich weiß es doch auch nicht. Also... ich bin auch maximal verwirrt und wir kommen in der Story, wir kommen schon ein bisschen weiter, aber inhaltlich nicht wirklich. Weil ich weiß einfach nicht, ich habe das Gefühl, also die Rainbow Friends wollen uns maximal nur verwirren. Hallo Orange? Oh nein, jetzt wir auch noch! Wie jetzt wir auch noch? Was meint er damit? Also ich glaube, er hat erkannt, dass wir nicht Red sind, aber was meint er jetzt mit wir auch noch? Heißt das wirklich, wir werden wirklich bald zu den Rainbow Friends? Pink und Mint? Kann das wirklich oder sein? Oder bestätigt das gerade meine These? Ich weiß es nicht. Stehen wir kurz vor Chapter 3? Ich weiß es nicht. Ich bin so verwirrt. Ist das vielleicht schon Chapter 3? Das kann ja nicht sein. Das ist ja hier Chapter 2. Steht ja auch immer am Ende. Ich bin schon ein bisschen verwirrt. Okay, Leute. Also. Es geht weiter. In unserer Rainbow Friends Story, wir sind jetzt heute hier als Red unterwegs. Mal gucken, ob wir für immer jetzt Red bleiben oder nicht. Die Story wird selbstverständlich weitergehen und wir werden, versprochen, auch noch zu Chapter 1 gehen und dort mit Orange etwas länger sprechen. Aber gerade finde ich, ist Chapter 2 so spannend, dass wir da halt auch noch bleiben und einfach gucken, wie sich das weiterentwickelt und ob wir die Rainbow Friends wirklich befreien können oder wie es halt in Chapter 3 weitergeht. Leute, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, wir entkommen jetzt. Die Achterbahnfahrt kennt ihr. Und falls was anderes passieren sollte, werden wir das auch noch senden. Sonst sehen wir uns. Tschö!